von Asch bis Zips. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Achte Folge: Hoi ho, das Segel im Winde, zu den Sternenmenschlein. Hans Fallada und Pommern. Eine szenische Lesung mit Katharina Groth und Wolfgang Wagner. Moderation: Ariane Afsari und Vera Schneider. Hoi ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Asch bis Zips. Land in Sicht, Pommern jenseits der Strände. So heißt unser diesjähriges Jahresthema. Und wir werden jetzt hier gleich die Segel hissen und uns auf die Spuren von Rudolf Dietzen, alias Hans Fallada, begeben. Wie das alles zusammenhängt, das erfahren Sie gleich. Hintergrund. Pommern, damit muss ja bei uns, beim Deutschen Kulturforum Östliches Europa, wohl vor allem Hinterpommern gemeint sein. Und das bringt mich auf die Frage, was Fallada mit Hinterpommern zu tun hatte. Es ist ja bekannt, dass er in Greifswald geboren wurde. Es ist auch bekannt, dass er oft auf Rügen war. Und sehr bekannt ist auch Karbitz, der Ort, der heute in Mecklenburg-Vorpommern liegt und seine Zuflucht war viele Jahre lang. Um die Frage der Beziehung zwischen Fallada und Hinterpommern zu klären, ist meine Kollegin Ariane Afsari hier bei mir, die sich diese Veranstaltung auch mit ausgedacht hat und uns darüber sicherlich einiges zu erzählen hat. Ja, apropos Hinterpommern. Pommern erstreckt sich ja beidseits der Oder und ist erst durch die Grenzziehung 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg getrennt worden. Dazu gibt es ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich, von dem polnischen Journalisten Bogdan Twardochleb, der Pommern mit einem Schmetterling vergleicht. Der Leib ist die Oder, Stettin der Kopf. Und vor und hinter Pommern sind die beiden Flügel des Schmetterlings. Und in dem rechten Flügel, also hinter Pommern, mit diesem Flügel verbindet Fallada tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Zeit in seinem Leben. Denn nach Beendigung seiner Landwirtschaftslehre in Sachsen trat er dort seine erste Stelle an und war dann eigentlich 10 Jahre lang immer in Hinterpommern. Die erste Stelle, die er hatte, war in Heidebreck, Portolinjetz. Und da hat er es nicht lange ausgehalten, ist im Ländlichen geblieben und ist Ende 1919 dann nach Dramburg, Drawsko-Pomorskie, und zwar auf das Rittergut Baumgarten Gudowo gekommen. Ja, es hört sich so an, als sei Fallada vor allem im ländlichen Gebiet unterwegs gewesen und hätte sich da vielleicht auch so ein bisschen gelangweilt. Zumindest hat es ihn nie lange irgendwo gehalten, so wie sich das gerade dargestellt hat. War er vielleicht nicht fürs Landleben gemacht? War er vielleicht auch mal in der Stadt? Oder? Es ist schön, dass du das erwähnst, denn er war tatsächlich in der Stadt. Er war in Stettin, Tschetschin, in der Landwirtschaftskammer angestellt. Und gerade über diese Zeit hat er später geschrieben, dass Stettin auf die Dauer ein bisschen langweilig ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also ich glaube, diese kurzfristigen Anstellungen hatten eher mit seinem Lebenswandel zu tun. Er war ja süchtig und darüber werden wir alles gleich in der szenischen Lesung erfahren. Und hat auch Geld entwendet auf einzelnen Gütern. Und insofern haben ihn kurzfristige Anstellungen und Aushilfstätigkeiten dann in Hinterpommern in die Nähe von Lobes geführt und nach Stolp, Swups und Schiefelbein, Schwedwin. Gelegentlich arbeitete er auch auf einem Landgut in Gramenz, Jean-Mionze. Und zum Schluss, 1925, war Fallada als Rechnungsprüfer in Lübgust, Lubugosch, tätig. Damit endeten seine 10 Jahre Arbeitsleben in Hinterpommern. Ja, das ist eine ganze Menge gelebte Zeit und die hat sich auch aufs Werk niedergeschlagen. Wir werden das gleich hören in der Collage, wie gewisse Szenen, gewisse Menschen auch immer wieder auftauchen in seinen Texten. Die beiden Menschen, die diese Collage zusammengestellt haben, das sind Katharina Groth und Wolfgang Wagner. Wer sind diese beiden? Stell sie uns bitte mal vor, Ariane.
Ja, die beiden leben als Schauspieler-Ehepaar in Berlin. Also sie sind nicht nur Schauspieler, sondern eben auch Synchronsprecher. Katharina ist auch Sängerin und beide haben in Theatern und in Filmen mitgespielt, unter anderem in den Filmen Polizeiruf 110, Der letzte Bulle, In aller Freundschaft oder Alpha Team. Und Katharina hat auch lange am Jüdischen Theater in Berlin gearbeitet. Die beiden verbindet, dass sie 1993 zusammen Katharina in Chemnitz und Wolfgang in Neustrelitz bei den Jubiläumsinszenierungen von Kleiner Mann, was nun zu Hans Falladas 100. Geburtstag mitgewirkt haben. Das war so eine Initialzündung, denn seitdem beschäftigen sie sich immer wieder und mit wachsender Begeisterung mit Leben und Werk des Autors, auch in Kooperation mit dem Fallada-Haus in Karwitz. Ja, apropos Karwitz, da gibt es, wie du schon sagtest, jetzt ein Fallada-Haus, also ein kleines Museum, das man auch besuchen kann und sich mit Fallada dort beschäftigen. Es wird 2023 auch noch einen weiteren Anlass geben, nach Karwitz zu fahren. Welcher ist das, Ariane? Dort wird nochmal in voller Länge diese szenische Lesung aufgeführt mit Katharina Groth und Wolfgang Wagner. Denn jetzt beim Podcast hören wir eine gekürzte Version. Also wer das alles nochmal in voller Länge hören möchte, ist herzlich nach Karwitz eingeladen. Thema. Heu ho. Das Segel im Winde zu den Sternen, Menschlein. Hans Fallada und Pommern. Hans Fallada wird als Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen am 21. Juli 1893 in Greifswald geboren, in der seinerzeit durch ihre theologische Fakultät und besonders eifriges Biertrinken ihrer Studenten berühmten Universitätsstadt, wie er später einmal schreibt. 1899 wird der Vater, Landgerichtsrat in Greifswald, nach Berlin versetzt. Die Familie siedelt erst in die Reichshauptstadt, dann nach Leipzig um. Schon Falladas Kindheit ist geprägt von Krankheit und Unfällen. Früh kommt er dadurch mit Morphium in Berührung. Bald setzen Depressionen ein, die ihn ein Leben lang begleiten werden. Alkohol, Nikotin, im Schaffensrausch bis zu 150 Zigaretten am Tag. Schlaf und Betäubungsmittel bestimmen zunehmend seinen Tagesablauf. Er pendelt zwischen Heilanstalten und Gefängnisaufenthalten. Nach einem solchen lernt er im Oktober 1928 seine spätere Frau Anna Issel, genannt Suse, kennen. Fallada ist 35, Suse 27 Jahre alt. Von Beginn ihrer Beziehung bis zu Falladas Tod im Jahre 1947 herrscht, in guten wie in schlechten Zeiten, ein reger Briefwechsel zwischen den beiden. 2007 hat Falladas und Suses Sohn Uli Ditzen die Briefe einer Ehe unter dem Titel »Wenn du fort bist, ist alles nur halb« herausgegeben. Rudolf Ditzen, Neumünster, Holstein, am 28.12.1928. Liebste, liebes Mädchen, nun musst du mir bald einmal ein paar Zeilen schreiben, und wenn es nur wenige Worte sind, nur so zu meiner Beruhigung. Es kommt mir immer wieder ganz unwahrscheinlich vor, was ich in den Weihnachtstagen erlebt habe. Ich kann es wirklich noch nicht fassen und denke oft, es ist ein Irrtum gewesen. Liebste, seit ein paar Tagen ist das Leben so herrlich geworden und ich will mir alle Mühe geben. Ich will immer daran denken, dass ich für uns arbeite und will vorwärts, vorwärts, vorwärts. Heute weiß ich's, dass ich immer auf dich gewartet habe. Alle anderen waren nur Umweg und Vorbereitung, aber du bist der volle, holde Glanz. Suse, ich bin so glücklich. Von ganzem Herzen, dein David. Hamburg, 8. Januar 1929. Lieber, süßer Utemann. David, Rudolf, Rudel, Rudi, Rolf und so weiter. Ich habe wirklich die Auswahl in Vor- und Kosenamen. Liebster, du konntest wirklich keinen anderen Grund finden, als dass ich dich, so wie du bist, liebe. Was fragt die Liebe nach warum und weshalb? Was fragt sie nach Äußerlichkeiten? Sie ist einfach da. Jetzt erst hat ja mein Leben einen Inhalt bekommen und gingest du plötzlich wieder aus meinem Leben hinaus, so wäre es nicht mehr lebenswert. Jetzt ist die Liebe, die echte, große Liebe doch noch zu mir gekommen und macht mich so unbeschreiblich glücklich. Soll ich es wirklich manchmal etwas schwerer haben als die anderen, habe ich ja auch ein nicht so alltägliches Glück wie die anderen.
Ich habe aber die feste Überzeugung, dass meine Liebe immer groß und stark genug sein wird und alles, was mein Liebster, mein großer Junge braucht, für ihn bereithalten wird. Vorläufig freue ich mich auf Sonnabend und sende dir viele, viele Grüße und Küsse, deine Suse. Noch einmal zurück in Falladas Jugend. Im Oktober 1911, Fallada ist 18 Jahre alt und Gymnasiast in Rudolstadt, erschießt er bei einem als Duell getarnten Doppel-Selbstmordversuch am Uhu-Felsen den gleichaltrigen Freund Hans-Dietrich von Necker. Fallada überlebt, schwer verletzt. Diese Tragödie ist der Höhepunkt in einer Kette von Ereignissen und Entwicklungen in der Adoleszenz des angehenden Schriftstellers. Als Kind hat Rudolf einen schweren Fahrradunfall. Er kollidiert mit einem Pferdefuhrwerk. Die lange Phase der Rekonvaleszenz führt zu Schulausfall und Isolation mit anschließenden Aufenthalten in verschiedenen Sanatorien. Ausflüge in die Jugendbewegung der Wandervögel enden in seinem Falle mit einer Typhuserkrankung und einer Affäre um gefälschte Liebesbriefe, die ein unbescholtenes Schulmädchen aus der guten Gesellschaft Rudolstadts diskreditieren. All das trägt dazu bei, dass seine Umwelt Rudolf, gelinde gesagt, als Sonderling wahrnimmt. Nach den tödlichen Schüssen auf den Freund rettet wohl nicht zuletzt der Vater, inzwischen zum Reichsgerichtsrat ernannt, den Sohn vor einer Verurteilung als Mörder. Und nach weiteren Aufenthalten in diversen Sanatorien kommen die behandelnden Ärzte zu dem Schluss, der Delinquent sei wohl am besten auf dem Lande aufgehoben. Im August 1913 beginnt Rudolf Ditzen also im Alter von 20 Jahren eine landwirtschaftliche Lehre auf dem Rittergut Posterstein in Sachsen. 1946 schreibt Fallada in seinem Manuskript, wie ich Schriftsteller wurde, rückblickend. Ich weiß es nicht mehr, wer es eigentlich beschlossen hat, dass ich Landwirt werden sollte. Landwirtschaft lag ganz außer dem familienüblichen. In meiner Familie war man Jurist oder Geistlicher, also Beamter in irgendeiner Form. Und nun wurde ich Landwirt. Entweder weil die Ärzte die Landluft für mich zuträglich hielten oder weil ich gerade damals auf dem Lande lebte und überall Güter um mich herum lagen oder weil mein lieber Vater sonst nichts mit mir anzufangen wusste oder vielleicht sogar, weil ich selber wollte. Die Zeit, die Rudolf Ditzen alias Hans Fallada zwischen 1915 und 1925 in Pommern verbringt, beeinflusst sein späteres Werk bis in die 1940er Jahre hinein. Pommersche Orte, an denen er lebt und arbeitet, sowie die pommersche Mentalität werden später zu Schauplätzen und Themen seiner Romane und Erzählungen. Der ostelbische Adel und die Güter mit all ihren Beamten, Landarbeitern, Dienstboten und Mädchen werden zu Literatur. In »Wie ich Schriftsteller wurde« heißt es. Und doch habe ich all diese Zeit, aber das erfuhr ich erst Jahrzehnte später, gelernt. Gelernt für das, was ich einmal werden sollte, ein Schriftsteller. Ich war nämlich fast immer mit Menschen zusammen. Ich stand hinter den endlosen Reihen der schwatzenden Frauen beim Rübehacken, beim Kartoffelbuddeln und ich hörte die Frauen und die Mädels schwatzen. Von morgens bis abends ging das. Abends schwatzte dann der Chef und auch noch die Schweizer im Kuhstall schwatzten wie die Knechte beim Füttern im Stall. Ich konnte ja nicht anders. Ich musste zuhören. Ich lernte, wie sie reden und was sie reden, was sie für Sorgen haben, was ihre Probleme sind. Und da ich ein kleiner, sehr kleiner Beamter war, der auf keinem Pferd herumritt, sondern höchstens der Zeitersparnis halber das Dienstrad benutzte, so hatten die Leute auch keine Hemmungen, mit mir zu reden. 1934 veröffentlicht Hans Fallada einen Roman, den er in einem Brief an seinen Verleger Ernst Rowohlt »Mein liebstes und schönstes Buch« nennt. Die Geschichte des pommerschen Dickschädels Johannes Genschow mit dem Titel »Wir hatten mal ein Kind«. Hier jetzt das erste Kapitel in Auszügen. Die Urgeschichte des Helden. Johannes Genschow wurde am 12. März 1893 als Sohn einfacher Bauersleute auf der Insel Rügen, und zwar auf deren Halbinsel Fidichow, geboren. Auf dem Hof Warda, auf dem diese Geburt stattfand, hatte schon Malte Genschow, des Johannes Großvater, das Schild auf einen Pfahl gestellt. Hier wohnt Malte Genschow, kauft nichts, verkauft nichts und empfängt auch keine Besuche. Und es wurden auf dem Hof stets eine ganze Meute von Hunden gehalten, die jeden heulend, zähnefletschend, kleiderzerreißend empfing.
In Banden zu 12 und 15 durchstreiften sie die ganze Halbinsel. Sie wurden ebenso auf Sagitta gesehen wie in Schranske. Sie jagten in Leerhof und veranstalteten auf der Kerbe Treibjagden auf Kaninchen. Wasser und Wind, ein unbeständiger, meist grauer Himmel, endloser rauer Winter und spätes Frühjahr, schwieriger Ackerbau, von Schiffbruch bedrohte Seefahrt, haben die Bewohner dieser Halbinsel wohl wortkarg und rau, aber auch derben Späßen und lautem Gelächter geneigt gemacht. Zwar wehrten sie sich mit Steinen, Stöcken und Schießprügeln gegen die Genschufse Hundepest, aber den Genschufs nahmen sie das nicht weiter übel. Wer keinen Sparren im Hirnboden hat, ist kein Fiddichohr, doch wer einen Derben hat, ist den Fiddichohren gerade recht. Entweder wird man bei solchem Klima hintersinnig und ein Spökenkicker, oder man lässt ein paar Fliegen burren, sich und der Nachbarschaft zur Freude. Was mit den Frauen geworden wäre, bleibt fraglich, aber nie für den Bauern. Über ihre Frauen und wie sie im Leben zurechtkamen und was aus ihnen wurde, haben sich die Genschus kaum besondere Gedanken gemacht. Sie sind immer ein Männergeschlecht gewesen. Für männliche Arbeit, männlichen Streit. Die Frauen führten daneben ein Schattendasein mit Essen kochen, Kinder kriegen, Hühner besorgen. Nicht einmal der Kuhstall wurde ihnen hier zugestanden. Kühe waren schon zu kompliziert für solche Wesen. Als der Großvater Malte Genscho längst Witwer und schon in den 70ern war, hatte er einmal eine neue Wirtschafterin zu engagieren. Das 25-jährige Mädchen fragte den weißhaarigen Greisen, was es wohl so zu tun hätte auf dem Hof. Und er zählte auf. Essen kochen. Jo, kann ich. Hühner besorgen. Jo, Buhr, kann ich. Wäsch waschen. Jo, Buhr, kann ich auch. Schwein einschlachten. Jo, Buhr, kann ich. Schlafen. Als wie was? Schlafen. Dumme deren Bimi schlopen versteizig. Jo, wenn's Sinn mit Buhr. Versteizig. Jo, wenn's Sinn mit Buhr, kann ich. Nein, keine Probleme. Es kam, aber es kam als letztes, hinter den Hühnern und dem Einschlachten. Auch zu den sogenannten Entleerungshäuschen hatte der alte Genscho eine ganz eigene Meinung. Waren ihm nicht von je die städtischen Entleerungshäuser ein Greuel und ein Unverstand? Dem Boden spenden, was des Bodens ist, da liegt es. Keine langen Quackeleien, keine Umwege. Und doch stehen auch auf seinem Hof, gegen sein Herz, zwei solcher Tempel. Ihm waren sie von je ein Dorn im Auge, aber die Weiber meinten ja, ohne sie nicht leben zu können. Da stehen sie. Und wir müssen uns einen Augenblick bei ihnen aufhalten. Ehe wir die Tür öffnen, stellen wir fest, dass sie nicht fest gefugt ist. Sie weist zentimeterbreite Spalten auf, aber diese Spalten sind nicht unzweckmäßig, wie wir gleich merken werden. Wir öffnen die Tür und treten ein. Der enge, nicht unbehagliche Raum weist in seiner Ausstattung nichts Ungewöhnliches auf. Der eigentliche Thron mit der ungekünstelt einfachen Öffnung ist wie üblich. Wir möchten die Tür hinter uns schließen, bemerken aber, dass innen keine Befestigungsvorrichtung vorhanden ist. Wir lehnen die Tür an, aber ein Luftzug oder die schiefstehenden Angeln öffnen sie wieder. In schon etwas ungeordneter Kleidung treten wir abermals auf die Schwelle, die Tür zu schließen und stellen fest, dass geradeaus der Pferdeknecht, links die Frau am Fenster uns zusehen. Wir ziehen die Tür heran. Dabei schwören wir uns, sie nicht wieder aus der Hand zu lassen. Und wir verstehen nun die Zweckmäßigkeit der Spalten, durch deren eine wir die Fingerspitzen stecken, die wir an der Außenseite der Tür wie ein Verschlusssiegel an- und umlegen. Mit der zweiten, der frei gebliebenen Hand, nesteln wir an unseren Kleidern. Wir haben Geduld. Wir werden das uns gesteckte Ziel schon erreichen. Mittlerweile durchforschen unsere Augen eifrig durch die Risse den vor uns liegenden Hofraum, um etwaige Usurpatoren auf unseren Thron durch Räuspern, Gebrumm oder ein kurzes Besetzt rechtzeitig zu verjagen. Sind wir aber bei den Hofhunden,
der Meute beliebt, so haben wir noch eine andere Prüfung zu bestehen. Diese beschäftigungslosen Tiere juckt eine unermessliche Neugierde nach jeder Art unseres Tun und Lassens. Schwänzelnd und freundlich nähern sie sich unserer Behausung und kratzen emsig an der Tür. Rufe wir, ist schon gut, geh nur wieder, sind verfehlt. Sie nehmen das für eine Aufforderung zum Nähertreten und bohren so lange mit spitzer Schnauze zwischen Tür und Pfosten, bis sie mindestens den Kopf bei dir drin haben. Von außen bietet dieser Anblick viel Erheiterndes, selbst für solche, die binnen jetzt und einer Stunde in der gleichen Lage sein werden. Mittlerweile sind wir aber nun doch mit unserer Kleidung fertig geworden und lassen uns nieder. Ganz gelingt uns das freilich nicht. Die Verankerung unserer Hand im Türspalt, die Kürze unseres Armes zwingen uns zu einer halb schwebenden Haltung, die sich auf die Dauer in unseren Kniekehlen bemerkbar macht. Zugleich trifft uns ein kühler Luftzug von unten, eine seltsame Laune. Hier an diesem Ort ist schlechterdings an Zufälle nicht zu glauben. Lässt die von uns besetzte Öffnung ähnlich wirken wie das Rund eines kräftig ziehenden Fabrikschornsteins. Im Sommer, bei milder Witterung, ist das noch erträglich, ja, vielleicht sogar erfrischend. Wenn aber im Winter Schneestürme heulen, dann scheint ein wahrer Eisbärenwind diesen viel zu wenig abgehärteten Körperteil anzufauchen. Völlig prekär aber wird die Lage erst nach Beendigung der Verrichtung. Der fauchende Luftstrom treibt das Papier, das die Hand versenken möchte, brausend hoch zur Decke des Gemachs. Der rettungssuchende Geist gerät darauf, dass es notwendig wäre, mit der einen Hand das Papier zu versenken, mit der anderen durch rasche Deckelauflage den Luftzug zu hemmen. Aber ach, der Unglückliche hat nur zwei Hände. Er brauchte deren mindestens vier. Eine für die Tür, eine für die Kleider, eine für den Deckel, eine fürs Papier. Sein gequälter Geist erwägt fieberhaft, welche Position er am ehesten preisgeben kann. Und so verlassen wir ihn. Viel zu lange haben wir hier schon geweilt, aber jetzt verstehen wir das Kopfschütteln des Besitzers besser, dass trotz all dieser Erschwernisse der Weg über die Feldsteinstufen noch immer dem schönsten Aufenthalt im Korn- oder Kartoffelfeld vorgezogen wird. Solcher Art waren die Vorfahren. Solcher Art war die Hofstätte des Johannes Genschow, der am 12. März 1893 geboren wurde. Er war eins von vielen Geschwistern. Sie waren jung und älter gestorben, an Krankheiten oder Unglücksfällen, oder sie waren auch einfach abhanden gekommen. Sie mussten nicht da sein, sie waren ganz zufällig da. Und so gingen sie wieder durch Zufall ab, bei irgendeiner kleinen, lächerlichen Krankheit oder auch in einem Jauchenloch. Es kam schon nicht mehr darauf an. Dieses letzten Falles, das mit dem Jauchenloch, erinnerte sich Johannes Genschow durch sein ganzes Leben sehr genau. Denn das war in einer jener Zeiten gewesen, da sein Vater wieder einmal, entweder im Kirchdorfkruge oder auf den umliegenden Höfen, wochenlang herumtrank. War es kalt draußen, so lief ihm eines der Kinder entgegen und buxierte den Vater nach Haus. Denn es war vorgekommen, dass Malte Genschow sich einfach in einem Graben zum Schlafen gelegt hatte und nach vielen Stunden Suchens halb erfroren gefunden worden war. An diesem Abend, im ersten Drittel Dezember, hatten die Kinder stundenlang beisammen gesessen und auf den Vater gewartet. Johannes fror sehr und eigentlich war er müde, aber er war heute daran, dem Vater entgegenzulaufen. Daran war nichts zu ändern, wie eben auch an dem Frost draußen nicht. Hannes schlüpfte in seine Joppe, setzte eine Pelzmütze auf und lief in Holzpantoffeln los. Kaum war er von der Hofstatt, sprang ihn der eisige Ostwind an, dass das Atmen in Nase und Lunge schmerzte. Aber er lief scharf weiter. Auf der Chaussee schlitterte er lange, lange Strecken im Mondlicht auf dem spiegelglatt gefahrenen Schnee. Dann sah er ihn in der Auffahrt zum Windmühlenhügel sitzen, mit offener Joppe im Winde auf einem Stein. Auf einem anderen Stein stand in Reichweite eine Buddel. »Macht kalt, Vater. Kommst du nicht heim? Ist doch kalt auf dem Stein.« Der Vater machte eine abwehrende Handbewegung. Oh, »Lass doch, hat keinen Zweck.« Damit fasste er nach der Flasche. Der junge Johannes begriff, dass der Vater an diesem Abend so viel getrunken hatte, dass er jetzt ganz verzweifelt war und sich selbst vor ihm, seinem Sohne, schämte. Der Junge begriff das alles in 2 oder 3 Sekunden, die der Vater nach der Schnapsflasche grabbelte, und gerade als der Vater sie an den Mund setzen wollte, sagte er: »Mich friert mächtig, Vater, lass mich auch einen trinken.« »Trinkst du jetzt Schnaps, Hannes?
Wenn mich so friert, Schnaps wärmt schön, Vater. Da lachte der Vater plötzlich schallend los, hielt dem Jungen die Schnapsflasche hin und sagte, »Na, nimm einen, Hannes.« Schon hatte Hannes einen Plan gefasst. Er musste dem Vater möglichst viel Schnaps wegtrinken. Er musste den Schnaps, so rasch es ging, in sich hineingießen. Er legte also den Kopf zurück, setzte den Flaschenhals an die Lippen und goss den Schnaps hinter. Er war nur ein 9-jähriger Junge, und es war ein richtiger 38-prozentiger Kornschnaps. Er brannte im Hals wie Feuer und fraß die Luft weg. »Lass mir auch was drin, Hannes. Gib die Flasche her.« Da rutschte Hannes aus und fiel, die Flasche loslassend, rücklings hin. Da lag er und war sehr zufrieden, denn er hörte neben sich im Schnee die Flasche ausgluckern. »Willst du gar nicht wieder aufstehen?« »Doch«, sagte er gehorsam und sprang so rasch auf, dass er gleich wieder hinfiel. Dies belustigte ihn so, dass er in ein lautes Lachen ausbrach, und trotz allen Drohens des Vaters wollte sein Lachen nicht enden. Dann wurde ihm übel, und sein Kopf drehte wie eine Mühle. Sein Vater musste ihn hochgehoben und auf die Füße gestellt, musste ihn eine Weile geführt haben, denn plötzlich sah er sich und ihn auf der Chaussee nach dem Hof. Sie näherten sich nun, immer stöhnend, schwatzend, torkelnd, den beiden gemauerten Torpfeilern. Im Windschutz eines dieser Pfeile hatte Schwester Frieda auf die beiden gewartet und trat zornig auf sie zu. »Pfui, Vater! Pfui, Hannes!« Dabei zerrte sie an der Hand ihres Bruders, um ihn vom Vater loszureißen. Sie hatte nicht wissen können, welch plötzliche Bewegung ihr Bruder in seinem jetzigen Zustand machte, auf wie schwachen Beinen er stand. Als sie ihn los hatte, taumelte er mit 6, 8 raschen, torkelnden Schritten gegen die Wegkante nach der Dungstätte hin, Frieda mit sich reißend. Ehe der Vater noch auf sie zukonnte, fielen die beiden, rollten die Böschung vom Wege hinab auf die Dungstätte, einen Dunghaufen hinunter, und fielen auf das Eis der tiefen gemauerten Jauchengrube, das unter ihnen zerbrach. Hannes schrie noch gellend auf, ehe der Dreck ihm den Mund stopfte. Frieda versank lautlos. Der Vater stand ohne Bewegung, starrte in das dunkle Loch und schrie. Und schrie. Im Hause wurde es hell. Knechte kamen gelaufen. Die Mutter weinte aus einem Fenster. Frieda war tot. Aber Johannes lebte. Als junge Heranwachsende erleben Johannes und seine Freundin Christiane in einer dramatischen Episode das Meer. Er sah sie mit weißem Gesicht aus nächster Nähe an. Plötzlich veränderte sich dies Gesicht. »Horch«, sagte er feierlich, hob den Finger, und von einer plötzlichen Erregung übermannt, fasste er sie fest am Arm. »Horch«. Ein feines, immer stärker anschwellendes Singen erklang es, stieg und stieg. Plötzlich schien es von allen Seiten zu kommen. Und war ebenso rasch so leise, dass man nicht mehr wusste, hörte man es noch oder summte es nur in den Ohren nach. »Still, hör doch!« Das Singen war stärker geworden. Es wurde ganz schrill. Plötzlich riss es ohrenbetäubend, als würden 1000 Seidentücher auf einmal zerrissen. Dann erklang ein dumpfer Donner, der immer stärker anschwoll. »Das Eis! Das Eis geht los!« Von der letzten Dünenkuppe aus sahen sie das Meer vor sich. Die ganze Bucht des Boddens war davon erfüllt, und weit hinaus noch über das Kap Sagittar lag der blendend weiß beschneite Eisgürtel, den jetzt schon 100 schwarze Risse zerteilten. Die beiden standen Hand in Hand, die Augen glänzend von dem nie gesehenen Schauspiel. Ferner, hinten, hinter Fabians Ruh, sahen sie viele schwarze Gestalten sich eilig am Strande bewegen. »Das Eis drückt in die Bucht, die ziehen ihre Kähne höher, sieh doch!« »Und die Möwen!« Der Aufruhr der See hatte auch die Vögel ergriffen. Jagend und unaufhörlich kreischend flogen sie über den Bodden hin, waren eben noch so nah, dass man sie zu greifen meinte, schrien schrill, und schon waren sie so weit weg, dass sie weiß mit dem weißen Eis verschwammen. »Jetzt bricht es in Schollen! Komm, Christiane, wir wollen rauf!« Und Hand in Hand liefen sie die Düne hinunter, alles, alles hatten sie beide vergessen. »Komm, Christiane!« Er zog sie auf das Eis. »Aber...« »Hast du Angst? Man kann auch glatt rüberlaufen. Sieh nur, in 10 Minuten sind wir am Federstrand.« »Schön«, sagte sie und betrat mit ihm das Eis. Sie mussten über Eishügel klettern. Manchmal rutschten sie und fielen hin.
Dann lachten sie. Dann kam die erste Spalte. Sie war nicht breit, kaum einen halben Meter. Mit einem Schritt war man hinüber. Sieh, wie dick das Eis ist. Und unter dem Wasser ist es noch viel dicker. Sicher über einen Meter. Da können wir laufen und laufen. Wir sind nur wie Mücken. Komm! Und sie traten über das Wasser. Die Risse kamen häufiger. Sie waren enger und breiter. Manchmal mussten sie springen. Es war herrlich. Der Fabiansruhestrand lag schon weit hinten. Und auch dem Fidderstrand waren sie noch kein bisschen näher gekommen. Sie standen vor einer breiteren Spalte und sahen auf die Eiskante drüben. Und während sie hinsahen, verschob sich die Kante, hob sich ein wenig und senkte sich dann wieder. Nun tanzten die Schollen schon richtig auf dem Wasser. Sie hoben und senkten sich auf den Wellenrücken. Jetzt! Und dann sprangen sie. Jetzt! Und wieder ein Sprung. Und schon war die Scholle, auf der sie eben noch gestanden, weit, weit fort. Scheinbar unerreichbar durch einen breiten Streifen Wassers getrennt, das jetzt auch nicht mehr grau war, sondern grünlich, von einem hellen, schneidend kalten Grün. Sie waren unendlich glücklich. Ein Rausch von Springen, Bewegung, Tanz hatte sie erfasst. Hand in Hand auf das Meer hinaus, in das Leben hinaus, weg von den Häusern, die zu starr in der Erde sitzen und mit ihren Fundamenten, deren Dächer fest wie angeklebte Hüte auf ihnen hocken. Da, sagte er strahlend. Sie sind draußen. 3, 4 ewig unerreichbare Schollen ab, rollt die See mit hohen, geheimnisvoll grünen Wogen heran, hebt die Scholle, auf der sie stehen, wie eine Feder, und die Woge rollt weiter in die Bucht hinein. Beide Kinder haben, wie sie so vor ihr stehen, ein etwas starres Lächeln um die Lippen, von dem sie gar nichts wissen. Sie sind beide sehr ernst und sehr glücklich. Nicht mehr fast einer des anderen Hand, sondern ein Gefühl, das in beiden Körpern ist, hat aus zwei Händen eine gemacht. Plötzlich scheint es ihnen, als würde die Welt unendlich rasch, in einem Wimpern zu grau und kalt. Das Meer lärmt lauter, die Möwen kreischen schriller. Sie sehen sich um und merken, dass die Sonne im Wasser versunken ist. Grau liegt die ferne Küste. Und der Leuchtturm von Sargitta links hinter ihnen zwinkert schon mit seinem großen weißen Auge, das jetzt noch matt ist. Und wo gehen wir zurück? Wir müssen dort zu der ganz Großen. Ich glaube, es ist zu weit für mich. Ich glaube, ich habe Angst. Es ist gar nicht so weit. Das Dumme ist nur, dass es so schnell dunkel wird. Ich bleib hier. Ich spring nicht mehr. Du kannst machen mit mir, was du willst. Ich spring nicht mehr. Christiane, Tia. Und der Leuchtturm ist auch noch kein bisschen näher gerückt. Eher sind wir noch weiter draußen abgekommen. Er sieht mit Schrecken, dass sie recht hat. Sie sind weiter draußen. Er weiß von den Fischern, an der Westküste des Boddens geht ein starker Strom ins Meer hinaus und sie sind jetzt in diesem Strom. Aber er sagt, wir sind ein tüchtiges Stück weitergekommen. Wenn du das nicht siehst, bist du blind. Beim nächsten Sprung falle ich bestimmt ins Wasser. Tia, wir können doch nicht hier stehen bleiben. Wir frieren ja tot und wir treiben sonst immer weiter hinaus. Siehst du, wir treiben weiter hinaus. Es klingt, als ob ihr das Weinen sehr nahe wäre, aber sie weint nicht. Tia, jetzt fasst du mich an und wir springen zu der kleinen Scholle da. Keine Antwort. Es ist ganz nah, wenn wir es richtig abpassen. Nichts. Kein Wort. Tia, wenn du mich jetzt nicht anfasst, muss ich dich schlagen. Er wartet. Lange. Lange Stille. Wenn du mich schlägst, springe ich ins Wasser. Wieder lange Stille. Dann dreht er sich auf den Hacken um und springt, ohne ein einziges Wort, zu der kleinen Scholle hinüber. Sie sieht ihn noch einmal ferner springen, einen grauen Schatten. Dann ist er von der dichten Dämmerung verschluckt. Ein Gefühl namenloser Verlassenheit erfüllt ihr Herz. Noch nie in ihrem Leben ist sie so grenzenlos allein gewesen. Doch mit dem Glucksen des Wassers, dem Brausen der See, dem Fauchen des Windes steigt etwas anderes, Körperloses auf und dringt in sie ein. Es ist wie ein süßes Gefühl von Kälte, etwas wie Hingebung. Noch nie fühlte sie ihren Körper so stark, hatte ihn so lieb und noch nie war sie so bereit, ihn aufzugeben. Plötzlich fühlt sie, dass sie nicht mehr allein ist. Er ist wieder da. Natürlich ist er wieder da. Er wäre doch nicht der Johannes Genscher, wenn er sie im Stich gelassen hätte. Du, Tia, ich bin ein ganzes Stück weitergesprungen. Wir kommen bestimmt ans Ufer, wenn nicht ans Fidder, dann ans Roma. Wir sind längst aus dem Boden heraus. Wir treiben auf der offenen See.
Sie späht neugierig nach ihm. Sie ist sehr gespannt darauf, was er sagen wird. Also, da müssen wir eben auf einen Fischer warten. Du hast doch gesehen, wie die Fischer ihre Kähne raufgezogen haben. Bei dem Eisgang ist keiner unterwegs. Ja, dann kommt eben jemand anders. Irgendwer kommt immer. Die ganze Ostsee ist ja bloß eine Waschschüssel. Dann fängt er an zu rufen. Ahoi, ahoi, Mann über Bord! Psst, lass doch. Ich weiß nicht. Das klingt so komisch. Aber nun fängt er erst recht an zu rufen, was ihm gerade in den Kopf kommt. Butterhaufen, ruft er. Speckhaufen, ruft er. Speckbutterhaufen, ruft er und den alten Echoreim. Wer ist der Bürgermeister von Wesel? Aber die See hat kein Echo. Sie rauscht eben weg. Es klingt so sinnlos, dies Rauschen in dunkler Nacht, als fräße sie sich selbst auf. Wie es wohl ist. Man soll doch sein ganzes Leben beim Ertrinken sehen. Ach, shit. Was an meinem Leben schon zu sehen ist. Wenn man wenigstens sähe, was man geworden wäre. Ich möchte schrecklich viel werden. Dass man auch nicht einen Dampfer sieht, sonst sieht man immer zu welche. Nicht bei Eisgang. Frierst du auch so? Ja, schon. Manchmal ist mir ganz schlecht. Ja, dass wir auch gar nichts haben, worauf wir uns setzen können. Ich fühle meine Beine schon gar nicht mehr. Ich auch nicht. Aber ich werde so müde. Nee, ich nie. Ich überlege immer, was wir noch tun könnten. Aber wir können nichts mehr tun. Gar nichts. Nach einer Weile sieht er, dass sie sich doch hingesetzt hat. In dem Röckchen auf das blanke Eis. Er will etwas sagen, aber dann besinnt er sich. So merkt sie wenigstens nicht, dass von ihrer Scholle ein großes Stück abgebrochen ist. Wieder nach einer Zeit setzt er sich stillschweigend neben sie und lehnt seine Schulter an ihre. Er will ihr etwas sagen, als er merkt, dass sie am ganzen Leibe zittert, mit den Zähnen klappert und immerzu sagt: Oh Gott, oh Gott! Aber ehe er sich entschließen kann, ist sie wieder still geworden. Und so bleibt auch er still. Johannes erwacht davon, dass eine Stimme direkt neben ihm sagt: Achtung, Treibeis! Und wieder: Achtung, Treibeis! Er sieht um sich. Er ist sich sofort ganz klar, wo er ist. Eine kratzige, raue Stimme sagt in nächster Nähe, als wäre es auf der Scholle selbst: Achtung, Treibeis, nehmen Sie etwas Steuerbord! Steuerbord ist! Sagt eine andere Stimme. So, Johannes sieht ganz nah etwas wie eine große, tiefschwarze Wolke. Ein Segelschiff. Ohne alle Lichter. Er will aufspringen, aber er kann kein Glied rühren. Alles ist ein- und angefroren. Aber seine Zunge ist nicht eingefroren. Und er schreit, schreit aus Leibeskräften. Hilfe, Hilfe, Mann in Not, Hilfe! Wir sind ganz festgefroren. Wir? Fragt die Stimme drüben. Wie viel seid ihr denn? Zwei, macht bloß schnell. Wer seid ihr denn? Kinder, Kinder aus Fidicho. Der kratzige Bass murmelt etwas drüben. Zugleich scheint sich das Schiff zu entfernen. Was? Wollt ihr aufseilen und uns totfrieren locken, ihr verdammte Störtebäcker, sie? Das sind wahrhaftig Fiddichoer, Captain, sagt eine Stimme drüben. Jawohl, bin ich in Fiddichoer. Ich bin in Genschuhut, Wader. Und wenn ihr gottsverdammte Düsendüffelkerls uns totfrieren lasst, slide mein Vater euch den Bregen mit den Kartoffelhack in. Das ist ein Genschuh. Und mal genug ist er dafür. Na, tüte die Jolle los und hol sie, Martin. Faller, das Hauptfigur Johannes Genschow, zieht später vom Land in die Stadt, nach Stettin, und wird dort nicht glücklich. Sein Autor geht den umgekehrten Weg und zieht in der Entstehungsphase von Wir hatten mal ein Kind 1933 mitsamt seiner Familie von Berlin aufs Land, in die Feldberger Seenlandschaft, ins Dörfchen Karwitz. Er flieht vor den Verlockungen und Exzessen der Großstadt. Aber auch wenn Faller da in den folgenden Jahren schriftstellerisch äußerst produktiv ist, große Romane wie Wolf unter Wölfen oder Der eiserne Gustav entstehen in Rekordzeit in seiner Büdnerei. Alkohol und Morphiumsucht lassen ihn auch gerade nach Abschluss seiner Romane immer wieder abstürzen. Fallada quälen zunehmend schwere Depressionen. Und gegen negative Rezensionen seiner Werke in der nationalsozialistischen Presse hilft auch die Abgeschiedenheit von Karwitz nichts. Fallada schreibt an Suse: Liebe Suse, damit kein Aufsehen erregt wird, habe ich erzählt, dass ich aus politischen Gründen besser für einige Zeit verschwinde. Ich werde wieder in Hedensee auf Neuendorf im Hotel am Meer wohnen und dort zu arbeiten versuchen. Wenn du etwas milder gestimmt bist, schreib einige Zeilen an deinen Rudolf. Hedensee, Neuendorf, Hotel am Meer, 2.10.1934. Liebste Suse, ohne Frieden mit dir geschlossen zu haben, mag ich nun doch weder leben noch arbeiten, verzeih mir bitte.
Wieder einmal ist alles durch die sinnlose Sauferei gekommen. Darin hatte ich die Schuld. Ich will sehen, dass ich hier arbeite und mich erhole. Ich werde nicht trinken. Ich grüße dich, ohne die eben doch nicht zu leben ist. Und es macht mich unglücklich, wenn du böse auf mich bist. Dein Junge. Lieber Junge, ich kann heute nicht viel schreiben. Ich kann dir nur sagen, dass ich, sobald ich zu Hause war, so einigermaßen mein Gleichgewicht, das ziemlich erschüttert war, wiedergefunden habe. Und habe jetzt ein starkes Verwundern in mir, dass uns dies passieren konnte, und wünsche und hoffe sehr, dass wir bald wieder in Ordnung kommen. Deine Suse. 1943 schreibt Falada an einen Freund. Je länger der Krieg dauert, umso stärker fühle ich in mir ein tiefes Bestreben, leichte Stoffe zu wählen. Etwas wirklich Heiteres, nicht zu verwechseln mit Humor auf Schrauben, mit Stimmungsmache. Gerade in dieser Hinsicht ist mir in letzter Zeit etwas gelungen, was mich wirklich befriedigt. Ein in Vorpommern, in der Stralsunder Gegend, auf den großen Gütern und in der Stadt spielender Roman des Titels »Der Jungherr von Stramin«. Erstes Kapitel. Ich fahre mit 400 Zentnern Weizen nach Stralsund und komme ohne ein Pfund dort an. Es war ganz feierlich. Auf dem Hof hielten hintereinander die 20 vierzölligen Ackerwagen, jeder von oben bis oben beladen mit prallen Weizensäcken und jeder bespannt mit 4 Füchsen, mit jenen prachtvollen Füchsen, die unser Familiengut Stramin weit über Pommern hinaus berühmt gemacht haben. Wir hatten 28 Kilometer bis zum Stralsunder Hafen zu fahren. Ich war kein barer Säugling mehr, sondern schier 23 Jahre alt, Erbjunker auf, zu und von Stramin, so gut wie verlobt und Besitzer eines vielversprechenden rotblonden Bärtchens und verdammt vieler Sommersprossen. Außerdem war unser Liebesstralsund kein Ort, wo die Ottern und der Rosthausen oder wie es sonst in der Schrift heißt, sondern eine gute alte ehrbare Hafenstadt, voll tugendsamer Bürger, die einem Stramin in jeder Not und Gefahr beistehen würden. So rief ich denn mit gewaltiger Stimme über den Hof: »Jungens, abfahren!« »Mama«, sagte ich eilig, »ich verspreche dir, ich werde nur im halben Mond am Markt logieren. Ich werde mit keinem Unbekannten trinken, kein junges Mädchen anschauen. Ich werde das Geld keine Minute von mir lassen.« ich weiß, den besten Willen hast du, wenn du nur nicht gar so sehr ein Stramin wärest.« »Und was fehlt den Stramins, Amelie?« fragte Papa kriegslustig. »Dass sie sich in jedes Abenteuer stürzen, dass sie den Morgen schon über den Vormittag vergessen, das fehlt den Stramins, Herr von Stramin. Dass sie keinem Mädchengesicht und keiner Spielkarte widerstehen können.« Aber sie zog mich an sich und küsste mich feierlich auf die Stirn. »Was man auch gegen die Stramins einwenden kann. In schwierigen Lagen hat ein Stramin immer gewusst, was ihm seine Ehre gebot.« »Im Hotel Halber Mond würde ich heute Abend noch lange genug sitzen. Eine Mittagspause aber würde auch ich machen müssen. So ritt ich denn von der Landstraße ab und auf kleinen Nebenwegen und Feldreinen der See zu. Stramin ist ein herrliches Gut. Ich wünsche mir keine schönere Heimat, aber wir liegen ein wenig fern von der See, mehr als 10 Kilometer. Wir haben die Wolken von der See und den Wind von der See und oft die Möwen und den Geruch der See, aber wir haben ihren Anblick nicht. Darum haben wir wohl immer Sehnsucht nach ihr. Genau hier in der Gegend sind die Schalenbergs begütert und Bessie ist auch eine Schalenberg. Ich habe schon gesagt, ich bin so halb und halb verlobt und zwar mit der Bessie.« Von Bessie wird später noch zu hören sein. Nun aber begegnen wir einer anderen Romanfigur. Es war noch völlig heller Tag, als ich wieder aus dem halben Mond auf den Markt trat. So bin ich denn aus reiner Langeweile auf den Professor Marcelin Arlan vom Königlichen Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Stralsund geraten. Es war gar nicht so leicht, den Professor zu finden. Er wohnte nämlich, wie ich nach manchem Fragen erfuhr, nicht in der Innenstadt, sondern ziemlich weit draußen, in der Vorstadt nach Richtenberg zu, wo die Häuser noch einzeln in kleinen Gärten standen. Der letzte, den ich um den Weg fragte, war ein lang aufgeschossener Junge mit einer bunten Schülermütze auf dem Kopfe, ein Primaner oder Sekundaner. Erst nach einigem Zögern wies er auf meine Frage nach dem kleinen, bläulich getünchten Haus, das in einem ziemlich struppig und verwildert aussehenden Garten lag. »Kennen Sie den Professor? Wollen Sie länger bei ihm bleiben?« Ja, »weder kenne ich ihn, noch habe ich die Absicht, bei ihm zu verweilen. Warum aber, Jüngling, diese Frage?« »Och, wenn Sie doch gleich wieder gehen, dann kann sich's ja nicht kümmern.« »Vielleicht bleibe ich aber doch länger schon, um zu erfahren, was hier los ist.«
Denn es war mir nun doch aufgefallen, wie vielen bunten Mützen in allen Farben ich in den letzten 5 Minuten begegnet war. Überall drückten sie sich in den Zaunecken und hinter Gartenhecken herum. Es wurde schon leicht dämmerig, als ich mich von meinem freundlichen Primaner verabschiedete und der Gartenpforte des Häuschens näherte. Ich legte schon die Hand auf sie, als mich eine aufgeregt flüsternde Stimme anrief. »Rühren Sie die Tür nicht an, mein Herr, s'il vous plaît. Ich habe sie mit Schwarzpulver geladen und eine tüchtige Kartusche draufgesetzt.« Ich lugte nach dem Sprecher aus, aber er war so gut versteckt, dass ich nicht eine Spur von ihm zu sehen bekam. »Es tut mir leid, Herr Professor. Wenn ich Ihre Verteidigungsmaßnahmen stören, muss ich. Ich bringe Ihnen ein Paketchen von Fräulein Madeleine Thibault. Mein Name ist Ludwig von Stramin.« »Aber ich ziehe sie in meinen Kampf hinein. Keine 10 Minuten mehr und die barbarischen Horden werden mein Sanssouci brennen.« Oh, »wir Stramins waren immer für Kampf zu haben, wenn es nur für eine gute Sache war. Unter dieser Voraussetzung will ich gern Ihr Waffenkamerad werden. Ich soll Ihnen nämlich arglistige Fallen gestellt haben und dadurch Ihre Ferien, Zeugnis und Versetzungsaussichten geschändet. Nun, Fallen habe ich Ihnen wohl gestellt, aber nicht eine, die nicht ein leidlich offener Kopf wie die Pest gemieden hätte. Aber es hat eben keine offenen Köpfe, dieses pommersche Landgemüse. Oho, Herr Professor.« »Auch ich bin ein pommersches Landgemüse und hoffe doch nicht, auf den Kopf gefallen zu sein. Treiben Sie es nicht so, dass ich mich noch vor Beginn der Feindseligkeiten Ihren Gegnern anschließe. Ihre Siegesaussichten könnten stark gemindert werden. Sie sollen nur kommen, ich werde Sie schon in die Flucht schlagen. Nicht allein, Marcelin Allain gegen beide Primen, beide Sekunden und die Obertertia auch noch. Geben Sie mir die Hand, Herr von Stramin. Springen Sie über den Zaun und zwängen Sie sich durch die Ecke. Hier kommen Sie durch.« Ich tat, wie mir geheißen. Und während ich sprang und mich zwängte, ertönte hinter mir von den näher ziehenden Scharen ein sowohl raues wie wildes Geschrei. Im buschigen Halbdunkel hinter der Hecke stand ich vor einem Mann, der kaum größer als ein Kind war. Augen voll Feuer und Witz funkelten mich an. »Hören Sie die Schreien, diese Wilden? Ja, schreien können Sie, diese Klötze. Wie aber werden Sie erst schreien, wenn ich Sie empfange? Herr von Stramin, ich bedauere außerordentlich, dass ich Sie nicht gebührend empfangen kann. Aber dies ist die Stunde des Kampfes. Ich kann Sie nicht einmal in mein Äußlein bitten, die Wahrheit zu sagen. Ich habe die Dielen des Flurs ausgesägt. Sie werden einen Sturz ins Dunkle tun, die Guten.« »Erleben Sie denn schon länger in diesen kriegerischen Zuständen, Herr Professor?« »Seit der Osterversetzung, genauer seit der Osternichtversetzung. Und jetzt wollen Sie es noch vor den großen Ferien erzwingen. Sie wollen in mein Sanssouci eindringen, die Äfte zerfetzen, meine Zeugnisnotizen zerstören, mich vertreiben. Ach, es ist ein wildes Geschlecht, aber wir werden schon miteinander fertig. Heute treibe ich's zur Entscheidung.« »Aber was sagt man denn auf der Schule hierzu? Was sagt das Kollegium der Lehrer, der Herr Direktor?« »Oh, ich bin kein Schulfuchs, Herr von Stramin. Weder ich noch meine Gegner nehmen zu so feigen Hilfsmitteln ihre Zuflucht. Dies ist ein Kampf, der zwischen uns allein ausgetragen wird. Aber so angenehm mir auch diese Unterhaltung mit Ihnen ist, die Stunde des Redens ist vorbei und die Stunde des Kampfes beginnt. Ich muss Sie jetzt eine Weile sich selbst überlassen. Ich eile, die Zündschnüre anzustecken.« Er war kaum im immer tiefer werdenden Dämmer entschwunden, als eine tiefe Stimme vom Gartentor schrie: »Professor! Professor!« »Nun, was wollen Sie?« »Schmeißen Sie den Fremdling jetzt raus, oder ihr gerät mitten in Ihre Schlamastik!« »Ha! Ich kenne Sie, Herr von Rapoldi! Nicht einmal über Ihre Stimme haben Sie Gewalt, wie denn über Ihren Holzkopf! Zurück, Bursche, oder ich zerschmettere Sie!« Zugleich fing es auf dem Gartenweg an, feurig zu spucken und zu hüpfen. »Frösche! Sextaner Frösche, wenn Sie nichts Besseres zu bieten haben, Professor. Aber das sage ich Ihnen, das Blut dieses Fremdling kommt über Ihr Haupt. Hau! Ich hab gesprochen.« Ein Kanonenschlag donnerte los. Der Professor krähte noch einmal und alles wurde still. Dann sah ich ein paar Gestalten an der Gartenpforte auftauchen. Sie zögerten, tuschelten miteinander. Andere Gestalten gesellten sich dazu. Nun war es schon ein ganzer Haufe. Ich hörte eine Stimme. »Quatsch, Mensch! Was soll der denn vorhaben? Der kann gar nichts machen.« Und im gleichen Augenblick verwandelte sich der Garteneingang in eine feuersprühende Hölle. 2, 3 Pulvertöpfe auf einmal knallten los. Hell beleuchtet stand die Gruppe der Peneler, wich zurück, murrte, andere drängten vor. Eine Rakete stürzte gen Himmel. 2, 5, 10. Wie die Jungens verrenkte ich mir den Hals nach ihnen.
vergaß den Angriff, sah sie zerplatzen am sanft hellen Abendhimmel, feurige Leuchtkugeln ausstreuen. Und schon begannen sich längs des Gartenweges auf die Haustür zu farbige Feuerräder zu drehen, bengalisches Licht flammte auf, Frösche hüpften. Wenn der Professor vielleicht kein einwandfreier Lehrer der Jugend war? Also nach Ansicht des Lehrkörpers? Ein einwandfreier Pyrotechniker war er gewiss. Den Angriff der Jungen hatte er vollständig zum Stehen gebracht. Sie standen, starrten, tuschelten. Einer rief, »Das ist die reine Feigheit. Mit seinem Feuerwerk hetzte uns die Polizei auf den Hals. Die ganze Nachbarschaft liegt schon in den Fenstern.« Und das musste wahr sein. In den verstreut liegenden Häusern ringsum waren alle Fenster hell. Bis in meine Astgabel hörte ich rufen, lachen, wohl auch schimpfen. Das letzte Feuerrad hatte ausgedreht. Dunkel war der Garten. Ich sah den dicken Ballenschüler lautlos auf dem Weg. Sie schienen noch immer unentschlossen. Sie tuschelten kaum, einer neuen Überraschung gewärtig. Sie blieb wahrhaftig nicht aus. Bis dahin hatte das Haus still und dunkel gelegen. Jetzt flog die Tür auf. Ich sah hinein in einen matt erleuchteten, bürgerlich eingerichteten Flur mit Schirmständer, Garderobe, Spucknapf. All dies hatte nur 2-3 Sekunden gedauert. Da stürmten die ersten Jungen schon mit einem Wutschrei auf das Haus los. Einen Augenblick zögerten sie auf der Schwelle, wurden vorwärts gedrückt und sie stürzten schreiend in eine schwärzliche Tiefe. Das Geschrei der Gestürzten schwoll an und da tauchte der Professor auf, eine dunkle Schlange hinter sich dreinschleppend. Der Wasserstrahl stob in den Rücken der noch Zögernden, viele waren es nicht mehr. Sie schrien, der Professor richtete zielsicher den Strahl in erschrockene, umgewandte Gesichter. Einige stürzten noch in die Tiefe, andere flohen lautlos. Ach, dies ist vollbracht. Sie haben sich selbst übertroffen, Sie haben überhaupt alles übertroffen. Es war eine geringe Kunst. Ich hatte alle Zeit, meine Vorbereitung zu treffen und Sie sind einfallslose Knaben. Sie dachten es mit der Menge und mit der rohen Gewalt zu schaffen. Das nächste Mal werden Sie gelernt haben, dass man Schlachten mit dem Kopf gewinnt. Kommen Sie, Herr von Stramin, wir wollen noch ein Wort mit den Gestürzten reden. Sie hatten sich zum größten Teil schon selbst befreit. Die letzten stiegen bereits an hilfreichen Händen aus dem Loch. Nun, meine Herren, hat sich keiner von Ihnen einen Schaden getan? Kein zerbrochener Knöchel, kein verstauchter Arm? Verneinendes Gemurmel. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich keine Kosten gescheut habe. Sogar der Erwerb von 3 Zentnern Eu zur Auspolsterung des Kellergewölbes wurde vorgenommen. Hat jemand von euch Verwendung für Eu? Ich hab kein Nickel. Ausgezeichnet. Sie werden sich also das Eu in den nächsten Tagen holen. Dafür rechne ich auf die Anlieferung von Dielenbrettern. Soviel mir bekannt ist, sind mehrere väterliche Sägemühlen auf dem Gymnasium vertreten und beim Nageln und Streichen werdet ihr mir auch helfen, nicht wahr? Und nun, meine Herren, denke ich, Sie verfügen sich alle noch aus und schweigen, wie ich schweigen werde. Aber ein Aas sind sie doch. Vollkommen richtig. Insofern nämlich, als ich den beweglicheren Geist habe. Stets behauptet der Unterlegene, er sei nur durch gemeinste List unterlegen. Sein Vortrag wurde durch eine raue Stimme vom Gartentor her unterbrochen, die rief, »Was geht hier vor? Nu, wird's bald?« Und den Gartenweg hinunter kam ein Stralsunder Polizist mit Schnauzbart und Pickelhaube. »Herr Wachtmeister, ich bin der Professor Marcelin Arlon vom Königlichen Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Allier.« »Jo, das ist mir bekannt, Herr Professor, dass Sie hier wohnen. Aber so einen Randal zu machen und dann so ein verbotenes Feuerwerk?« »Seit wann sind denn Feuerwerke verboten? Ich feiere Ihr meinen Geburtstag, Herr Wachtmeister, und meine Jungens, alles Schüler des Gymnasiums aus den besten Familien der Stadt und des Landes.« Er log wirklich. Mit außergewöhnlicher Geschicklichkeit und Geschwindigkeit, der listige Professor Arlon. Ich fürchte, in moralischer Hinsicht war er seinen Alumnen kein mustergültiges Beispiel. Währenddessen hatte er, an alles denkend, mir einen Wink und einen Stoß gegeben und ich hatte die Tür zum Sanssouci geschlossen. Ein ausgesägter Flurboden, ein mit Heu gefüllter Keller wären in den Augen der Polizei doch recht ungewöhnliche Geburtstagsvorbereitungen gewesen. Im weiteren Verlauf der Handlung sieht sich Lutz von Stramin gezwungen, Stralsund eiligst per Schiff zu verlassen, um sich einer Festsetzung durch die Obrigkeit zu entziehen. Der kauzige Marcelin Arlon erweist sich hier als ein wichtiger Verbündeter. »Laufen Sie, Herr Professor!« rief ich, ohne zu bedenken, dass der Professor nicht die geringste Ursache hatte, sich an meinem Lauf um die Freiheit zu beteiligen. »Sie wollen mir an den Kragen!« Ich hielt nicht eher inne, bis ich das Wasser des Hafens vor mir aufblinken sah. »So, hier soll's denen sauer werden, mich zu erwischen, und in einer Viertelstunde bin ich hoffentlich auf See. Ich bin Altor,
Ja, und wenn Sie nun Ihre Liebenswürdigkeit voll machen wollen, so treten Sie mit mir in dieses Lokal, die drei fidelen Tranjacken benannt. Es ist zwar eigentlich kein Lokal, in das ich Sie gerne einladen möchte. Warum nicht? In einer Interstube gibt es dort manchmal ausgezeichnete Austern, auch Umer. Und der saure Aal der drei fidelen Tranjacken ist von Kiel bis Memel berühmt. Also kommen Sie! Der Fischer Rickmers saß feuerrot leuchtend hinter einem Tisch. Seine weißen Haare standen steil zur Zimmerdecke und er erzählte mit heftigem Donnern der Faust seinen Zechkumpanen eine Geschichte, auf die sie nicht hörten. Sie erzählten lieber ihre eigenen Geschichten. Als Rickmers aber meiner ansichtig wurde, richtete er sich steif wie ein Ölgötze auf und meldete: Keine Mütze Wind in der ganzen verdammten Ostsee. Wie müht nur eine halbe Stunde Töwen, Jungherr. Klaas, einen hübschen Lütten, Steven Grock, für einen jungen Herrn. Rickmers, was reden Sie bloß für Zeug zusammen? Ich glaube wirklich, Sie sind Dunmann. Ja, Dun nicht gerade, junger Herr. Nicht gerade, was ich Dun nennen würde. Ich hef ein Lüttet Melkfever, das gebe ich toe. Ich hef ein Beken in Tranpettet, aber beswaffelt bin ich noch nicht. Das ist mein Gau, sagte ich, wenn ich auch keineswegs meiner Sache sicher war. Dann werden Sie ja wohl auch noch segeln können, Rickmers. Segeln? Oh, segeln, sagen Sie. Ich kann segeln, und wenn ich Dun bin, dann sind Schneider. Segeln, Herr! Er wollte sich noch weiter über Segeln und Dunität auslassen. Ich aber lotste ihn hinter dem Tisch vor, nahm ihn beim Arm, ging mit ihm noch an die Tonbank, trank einen Lütten bloß zum Abgewöhnen. Der Professor machte alles glaub brav mit. Und schließlich standen wir wirklich draußen am Hafen, den heftig schlingernden Rickmers zwischen uns. Rickmers, wir müssen jetzt lossegeln. Das können Sie nicht, junger Herr, wenn bloß ein Beten Luft gehen täte. Und dabei wehte es ihn fast um. Nun, mit vielem guten Zureden brachten wir ihn ins Boot und kamen kaum drinnen, schien er wirklich nüchtern zu werden. Er teute es los, legte die Segelleinen bereit, die Riemen, und plötzlich tat er einen tiefen, tiefen Gähner, sackte in sich zusammen wie ein Kleiesack und legte sich lang auf dem Bootsboden in sein Netzwerk, als habe er nun sein endgültiges Bett für diese Nacht gefunden. Da liegt er und steht nicht wieder auf. Die frische Luft hat ihn umgeschmissen auf einen Schlag. Das habe ich mir gleich gedacht. Ja, das haben Sie sich gleich gedacht. Und meine Befürchtung habe ich auch gehabt. Aber was mache ich nun? Aus Stralsund muss ich fort noch diese Stunde und nach Hiddensee muss ich noch diese Nacht. Und ehe ich einen anderen Fischer finde, segeln Sie doch ohne den Mann. Es sieht aus, als sollte der Wind frischer werden. Und wenn Sie sich erst aus dem Sund freigekreuzt haben, liegen Sie immer vorm Wind und brauchen keine Hand mehr zu rühren. Da sieht man es, Herr Professor, dass Sie keine Ahnung haben, wo Stramin liegt, nämlich gut 10 Kilometer von der See. Und so verstehe ich so viel vom Segeln wie eine Kuh vom Strümpfe stricken. Wenn Sie nicht segeln können, so kann ich es. Drauf und rein, Herr von Stramin, ich werde Sie nach Edensee segeln. Steigen Sie ein, sonst fahre ich ohne Sie los. Habe ich Sie fortgeschickt, als Sie an meinem Gartenzaun standen, in der Minute vor einem Gefecht? Sehen Sie, so ist es recht. Und nehmen Sie hier den Acken. Wenn wir erst aus diesem Gewirr von Kähnen ohne Avarie bei dieser Dunkelheit heraus sind, will ich meinem Schöpfer danken. Damit lehnte er sich selbst gegen solchen Haken und langsam kam das Boot unter uns in Fahrt. Nach Irrungen und Wirrungen sind der Jungherr und seine Verlobte Bessie dabei, in das Haus eines Verwandten einzudringen. Ich hatte kaum gerufen, da wurde über uns ein Fenster aufgerissen und eine mir nur zu wohlbekannte Stimme brüllte: Du gottverdammter Lausekerl, dich werde ich lehren, in meinem Garten Unfug zu stiften. Und puff, puff, wurden über unseren Köpfen die zwei Läufe eines Jagdgewehrs abgefeuert. Jetzt aber war ich zornig und zornig schrie ich zu dem Fenster hoch: Unterlassen Sie mal auf der Stelle diesen gemeingefährlichen Unfug, Herr von Lassentin. Wir werden uns auch ohne dies bei Ihnen melden, wir sind keine Einbrecher. Vom Fenster kam keine Antwort. Ich glaubte aber zu hören, wie die Flinte frisch geladen wurde und flüsterte Bessie erregt zu: Komm hier schnell mit ins Kellerloch. Er ist wahnsinnig genug, noch einmal zu schießen. Mach zu, Bessie! Sie war gleich bei mir. Ich nahm sie bei der Hand und zog sie eilig in den Keller hinein. Du hast wohl auch keine Streichhölzer bei dir? Nein, Lutz. Wie sollte ich? Siehst du. Mama hat also doch nicht ganz recht, wenn sie sagt, es sei immer von Vorteil, ein Nichtraucher zu sein. Wäre ich Raucher, hätte ich jetzt Streichhölzer und könnte uns leuchten. Ich hatte gerade noch Zeit, Bessie aus dem Gang in einen Seitenkeller zu reißen, da stürmte dicht an uns der Raubold vorbei. Eine wüste Gestalt, das Nachthemd eilig in eine Hose gestopft, mit wehendem Bart und wehendem Haar, in der einen Hand eine Stalllaterne, in der anderen seine Jagdflinte. Wirklich ein Nachtgespenst. Schnaufend, röchelnd, prustend stürmte er vorbei. Eine Tür klappte
Und nun standen wir wieder im Dunkeln. Was machen wir nun, Bessie? Ja. Was machen wir nun, Lutz? Diese verdammte Kellertreppe, wenn ich sie nur nicht so hinabgeschossen wäre. Fühl doch mal nach meiner Stirn, ich fürchte, mir wächst ein Horn, Bessie. Sie tat es. Und seltsam zu sagen, die Berührung ihrer kräftigen Hand tat mir sehr wohl. Armer Lutz, ich fürchte, du wirst in den nächsten Tagen nicht gerade bezaubernd aussehen. Macht es dir viel aus? Ich überhörte den Spott in ihren Worten. Man müsste etwas Kaltes auflegen, das hat Mama auch früher immer gemacht, wenn wir uns eine Beule gerannt hatten. Weißt du noch, Bessie? Natürlich weiß ich. Sie nahm immer ein breites Brotmesser. Und wie schön das kühlte. Warte, Lutz. Sie nahm ihre Hand von meiner Stirn und ich hörte sie im Keller herumsuchen. Ich glaube, wir sind hier zwischen Flaschen geraten. Und mit einer Flasche kann man auch eine Beule kühlen. Deine Hand wäre mir lieber, Bessie. Aber diesmal überhörte sie mein Kompliment. Sie drückte mir solch ein dickes, kaltes und vermutlich völlig eingestaubtes Ding gegen die Stirn. Halt doch still, Lutz. Ich tue doch wahrhaftig in größter Selbstentäußerung alles, um dir deine Schönheit zu bewahren. Nun halte wenigstens still. Und eine Weile später meinte sie tief gedankenvoll. Nach der Flasche und dem Staniol muss es eigentlich Rotwein sein. Meinst du, Bessie? Häufiger wird Rotwein innerlich als äußerlich angewandt. Ich wäre gar nicht abgeneigt. Ja, aber wir haben keinen Korkenzieher, Bessie. Nun, Lutz, solltest du all deine alten Künste vergessen haben? Mir war doch ganz so, als hättest du früher einen Flaschenhals ganz kunstgerecht auf einer Kellertreppe abschlagen können. Das war richtig. In jüngeren Jahren waren wir manchmal über die Weinvorräte unserer Herren Eltern geraten und ich hatte mir da wirklich die von Bessie gerühmte Fähigkeit erworben. Ich hatte es zwar lange nicht mehr getan, aber gewisse Fähigkeiten verlernt man nicht so leicht. Und keine 3 Minuten, so gluckerte es erst bei mir, denn ich musste ja erst probieren, ob es auch wirklich Rotwein und nicht irgendein gemeines Giftzeug war. Dann tat Bessie ein paar zarte Schlückchen. Dann gluckerte ich wieder. Und nun wurde Bessies Schlucken auch etwas pommerscher. Gott, tut das gut. Vorhin, wie er schoss, da war mir wirklich ganz kodderig im Leibe. Genauso wie damals, als beim Hasentreiben in Groß-Ellerau dieser verdammte Berliner Sonntagsjäger dem Treiber seinen ganzen Schrot in den Allerwertesten schoss. Es drehte sich mir alles um, Lutz. Aber jetzt ist uns beiden besser, Bessie. Da, ist noch ein Schluck in der Flasche. Oder soll ich noch eine aufschlagen? Ivo, wir wollen uns doch hier nicht mit Lassentins Wein besaufen. So eine kleine Herzstärkung, wie mein Papa immer sagt, aber nicht mehr. Ist dein Herz jetzt so gestärkt, Lutz, dass du mir sagen kannst, was wir nun tun sollen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Dann gehe ich eben zum Alten. Das ist nur das Allerverrückteste, was du tun kannst. Im besten Falle schmeißt er dich einfach raus, wenn's nicht noch viel schlimmer kommt. Soviel ich weiß, hat der Raubold auf euch Schalenbergs noch eine besondere Pike. Wir stritten uns in aller Freundschaft noch eine ganze Weile darüber, was wir wohl zu tun hätten. Während dieses Streites ergab es sich ganz von selbst, dass ich nun doch noch einer zweiten Flasche den Hals abschlug. Trockener Streit ist nichts Pommersches. Ein richtiger Streit muss reichlich angefeuchtet werden. Mit dieser Flasche zogen wir uns in den Hintergrund des Kellers auf eine kleine Stellage zurück und saßen da eng und auch verhältnismäßig warm nebeneinander. Psst! Der Raubold kommt zurück! Plötzlich stand er mit seiner Laterne in der Kellertür. Wir saßen am anderen Ende, hübsch im Schummern und drückten uns ziemlich eng aneinander, immer noch in der Hoffnung, nicht bemerkt zu werden. Aber da war diese verdammte leere Rotweinflasche auf der ersten Kellerstufe und die beiden abgeschlagenen Hälse. Natürlich trat der Raubold gerade da hinein. Er stieß einen wüsten Fluch aus und leuchtete die Scherben an. Ich sehe da sein wildes Löwenhaupt noch vor mir. Rötlich angestrahlt und so finster. Unter den buschigen Brauen hervor betrachtete er lange die Scherben und dann richtete er, als hätten sie ihm alles gesagt, was er wissen musste, den Blick genau in die Ecke, wo wir saßen. Ich stand sofort auf und sagte, Lutz von Stramin, Herr von Lassentin, wieder einmal. Er stand wortlos, ohne eine Bewegung. Und das Frauenzimmer? Hey, hervor mit dem Frauenzimmer! Keine Zimperlichkeiten jetzt! Auf seinen Anruf hin war Bessie neben mich getreten. Sie hielt seinem musternden Blick mutig stand. Er betrachtete sie lange, dann sagte er brummig, »Das ist ein richtiges pommersches Gesicht. Eine richtige pommersche Stopfgans.
Was bist denn du für eine? Eine Schalenberg, Herr von Lassentin. Ih, den Donner, eine Schalenberg. Natürlich, wo habe ich denn noch meine Augen? Ich hätte gleich an dem verqueren Riechkolben sehen müssen. Alle Schalenbergs haben Schnüffelnasen. Die geborenen Schnüffler, Schnüffler und Stänkerer, die ganze Rasse. Suse schreibt. Karwitz, 9.7.1944. Anbei zurück. Ein Sparkassenbuch, 2000 Mark. Ein Barscheck, 1000 Mark. Was ich mir zu quittieren bitte. Ich nehme in Zukunft nur noch Geld, was mir vertraglich zusteht. Für Almosen danke ich. Im Übrigen bitte ich dringend, dass jetzt meine Schieblade und mein Schrank nicht mehr unbefugt geöffnet werden, wie ich ja auch deinen Schrank nicht mehr geöffnet habe. Suse Ditzen. Diesen knappen Brief schreibt Anna 4 Tage, nachdem Hans Faller das Lebenswandel erneut einen hohen Tribut fordert. Diesmal auch von seiner Frau und den Kindern. Am 5. Juli 1944 wird die Ehe von Rudolf und Anna Ditzen förmlich geschieden. 2 Monate später, im August 1945, wird Fallada verhaftet und für 3,5 Monate ins Gefängnis Strelitz-Alt verbracht. Er hat im Streit mit seiner geschiedenen Frau einen ungezielten Schuss aus einem Terzerol, einem alten Vorderlader, abgegeben. Und damit ist in der jahrzehntelangen Eskalation seiner Suchtkarriere das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. In den biografischen Randnotizen ist hier bisher ein eher düsteres, ein widersprüchliches, ja sogar verstörendes Bild der Persönlichkeit des Schriftstellers Hans Fallada entstanden. Vor diesem dunklen Hintergrund seiner Süchte und Manien strahlt eines jedoch ganz hell: die große Liebe zu seinen Kindern. Heuho, das Segel im Winde zu den Sternen, Menschlein. Sie hörten Von Asch bis Zips. 8. Folge: Heuho, das Segel im Winde zu den Sternen, Menschlein. Hans Fallada und Pommern. Eine szenische Lesung mit Katharina Groth und Wolfgang Wagner. Moderation und technische Umsetzung: Ariane Afsari und Vera Schneider. Musik: Jasper Libuda. Eine Produktion des Deutschen Kulturforums Östliches Europa in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Berlin 2022.